Herzlich willkommen auf meinem neuen Kanal. Warnung, das ist mehr ein Vlog, eine Art Tagebuch. Ich liege hier halb liegend auf dem Sofa, worum erzähle ich auch noch für diejenigen, die es noch nicht wissen. Und warum kommt dieses Video hier auf diesem Kanal? Ich baue jetzt einen neuen YouTube-Kanal auf. Und zwar, weil mein alter YouTube-Kanal mit den 77.300 Abonnementen jetzt zum zweiten Mal gesperrt worden ist. Der Grund, YouTube hat angegeben, Cybermobbing und ich glaube, Falschinformationen-Weitergabe. Ist interessant. Wo fange ich an? Also ich habe mir auch noch die Wirbelsäule gebrochen, der erste Lendenwirbel, und zwar am Weihnachten am 25. Ich war mit meinem Schatz schlitteln und ein bisschen Schmerzen noch. Ich nehme eben praktisch keine Schmerztabletten und naja. Und meine Mama hatte ich einen Tag zuvor am Heiligabend das erste Mal am Telefon. Sie ist in Holland, weil sie sich das Becken gebrochen hatte und es ist bei ihr mit Zement aufgefüllt worden, der Bruch. Und genau das möchten die Ärzte momentan jetzt auch. Also sie haben mir wirklich gesagt, ich solle operieren. Den Wirbel, der liegt nämlich genau in meiner Skoliose. Ich habe eine Wirbelsäulenverkrümmung, wie ihr hier vielleicht noch wisst. Und der Bruch ist genau da drin und der Wirbel droht abzusacken. Und wenn das passiert, dann bin ich nachher noch krümmer als vorher. Jetzt möchten sie das gerne mit einem Ballon mit Zement füllen, mit Flüssigzement, wo sich nach 20 Minuten aushärtet, sodass die Position, die vorhergehende Position, wieder fixiert wird. Nun, ich denke, es hat seinen Grund, dass ich mir genau an dieser Stelle auch den Wirbel gebrochen habe. Es fühlt sich für mich so an, als wenn diese Verkrümmung, die ich... es ist wirklich unbequem, weil normalerweise liege ich noch mehr. Moment, ich rutsche mal ein bisschen runter. Weil ich diese Verkrümmung seit meiner Kindheit fast habe. Wie wenn das Alte sich wirklich auflösen möchte. Und das Interessante ist, dass wenn ich in meinen Körper schaue, also wenn ich den Blick nach innen richte, und ich rede jetzt nicht zu meiner Seele, sondern einfach in mein Inneres, also in meinen Körper, dann sehe ich nur Licht. Das ist eine seltsame Wahrnehmung. Und ich habe übrigens jetzt auch wieder eine Energieübertragung für euch. Das ist der Wahnsinn. Ich wollte jetzt nur einen Vlog machen als spirituelle Influencerin. Moment, ich fixiere mal ganz kurz hier das Stativ. Und es scheint, dass ich immer noch fähig bin, Energieübertragung zu machen. Weil ich bin ja dann nur Kanal. Und wenn ich Energieübertragungen mache, dann kommt das zu dir, was für dich am besten ist. Und das weiß ich nicht. Und das spielt dann nicht mehr so eine große Rolle, was ich gerade für Beschwerden habe. Mimin, komm hier. Leute, ich bin für Offenheit und viele denken, dass ich vielleicht schwach bin oder dass etwas mit mir nicht stimmt, weil ich mir den Wirbel gebrochen habe, die Wirbelsäule, oder YouTube gesperrt worden ist oder droht zu löschen jetzt bei 3 Strikes. Ich komme auch nicht mehr auf Facebook rein. Was ist da los bei der Nancy? Und ich bin einfach für Offenheit. Ich bin einfach eine 47-jährige, in Holland geborene Frau, etwas crazy, die sich als Kanal zur Verfügung stellt, die meistens zeitlebens sehr, sehr glücklich ist, egal was gerade passiert im Außen. Aber ich bin auch ein Mensch. Und die meisten, ich sage jetzt mal, die sich in der Spiritualität etablieren oder sogar öffentlich wirken, so wie ich, die zeigen nicht die Themen, an denen sie selber zu knabbern haben, weil das würde sie ja als schwach darstellen.
Und das hatte ich auch. Aber mittlerweile ist es mir egal, was man von mir denkt. Jedenfalls immer mehr. Die Kleine hier, die ist wieder hier. Die hilft mir mit ihrer Energie. Zeig dich mal, Schatz. Moment, das ist ja ein Vlog. Wird immer größer. Und warte, ich zeige euch mal ganz kurz Crystal und Heaven. Seht ihr das? Ja, nein, ich möchte mich einfach zeigen. Und das ist jetzt einfach ein Vlog. Meine Geschichte von den letzten 2 Wochen. Und ich habe beschlossen, ehrlich zu euch zu sein. Und wenn ich ein Thema habe oder wenn ich was habe, dann bitte ich euch auch um Hilfe. Ihr habt das gemerkt, dass ich da auch auf Telegram das ganz offen teile oder auch mal frage, auch für meine Mutter. Sie nuckelt hier. Ich kann, das klingt jetzt lustig, aber es ist sehr beruhigend. Wie geht es euch eigentlich? Ich merke es manchmal an den Kommentaren. Der Telegram-Kanal läuft sehr, sehr gut. Autsch. Ich habe ein bisschen Schmerzen. Ich kriege jetzt um 9 Uhr, also das heißt, das Video lade ich ja jetzt irgendwann hoch heute, die erste Behandlung von Toscar Healing von Alexander. Oh, jetzt habe ich wieder mal den Namen seiner Frau vergessen. Vergib mir. Caroline Tosca. Der Vater von Alexander, Piotr Elkunowitsch, hat mich vor circa 15 Jahren an der Lebenskraftmesse eine geistige Aufrichtung gemacht, also Wirbelsäulenaufrichtung. Seitdem hat sich mein Leben auch sehr stark verändert. Und bei seinem Sohn und seiner Frau war ich auch in der Heilerausbildung. Und ich habe heute spontan gefragt, ob sie vielleicht Zeit hätten für eine Fernbehandlung, weil ich selbst auch unsicher bin, ob ich das jetzt hinkriege ohne Operation. Ich finde es einfach wichtig, sich selber ehrlich zu zeigen. Und ich bin keine spirituelle Lehrerin. Und nur weil ich jetzt ein paar Leute erreiche, heißt das nicht, dass ich weiter bin als irgendjemand. Ich bin einfach ich, Nancy. Mit ein bisschen Schmerzen. Das heißt also, zusammengefasst, die letzten 10 Portaltage am Stück waren die schlimmsten meines Lebens. Meine Mutter hatte sich das Becken gebrochen, ich mir die Wirbelsäule, YouTube wurde gesperrt und so weiter. Auch wenn ich es angefühlt hatte, ich habe euch ja ganz deutlich im letzten Livestream gesagt, dieses Video ist noch online, das ist das letzte Video auf meinem Kanal, auf meinem anderen, dass das der letzte Livestream ist dieses Jahr. Weil ich habe gespürt, dass jetzt kommt eine Zeit lang nichts mehr. Ich habe ganz viele Videos gelöscht auf meinem anderen Kanal. Alle, die irgendwelche Titel hätten, die YouTube triggern könnte, in der Hoffnung, dass die anderen Videos hoffentlich bleiben. Trotzdem würde ich mich freuen, wenn du diesen Kanal noch abonnierst, für den Fall, dass der andere verschwindet. Ich werde jetzt die Videos, welche ich jetzt in Zukunft aufnehmen werde, doppelt hochladen. Auf dem anderen Kanal, der geht am 6. Januar wieder online. Also er ist online für euch jetzt schon zu sehen, aber dass ich ein Video hochladen kann. Und dann aber auch hier. Des Weiteren habe ich Telegram und Instagram, habe ich gehört, von oben soll ich weiter betreiben. Und ich habe das Gefühl, da kommen neue Sachen wieder, was ich machen darf. Ich habe sogar auch wieder Lust auf Fernbehandlungen zu machen. Wo ich jetzt heute Tosca Healing gefragt habe, also die zwei, ich habe das ja früher auch angeboten, habe ich ja auch so Sessions gegeben. Und ich muss jetzt auch ein bisschen schauen, weil ich habe jetzt keine Einnahmen mehr gehabt. Und ja, aber wie gesagt, ich bin im Vertrauen. Ich habe müde Augen, gell? Ich weiß. Was gibt es sonst noch Neues? Ich habe eine große, große Erkenntnis gehabt. Und ich hatte die schon angekündigt und wollte das Video machen. Es geht um die Aufhebung der Dualität-Sichtweise. Aber dazu werde ich ein eigenes Video machen. Und genauso, vielleicht gibt es auch Jahresvorherschau 2022.
Das weiß ich gar nicht mehr, weil ich habe das Gefühl, ich bin im Umbruch, darum auch dieser Bruch, und da kommt jetzt ganz, ganz viel Neues auf mich. Bin aber voll im Vertrauen und ich spüre euch sehr stark, ihr helft mir. Es ist wirklich, denkt nicht, dass ich euch alleine helfe oder euch helfe mit meinen Videos, denn ich spüre vor jedem Einzelnen, der an mich denkt, in liebevoller Weise, wie er auch mich unterstützt. Wir helfen uns hier wirklich gegenseitig. Also wisse wirklich, dass jeder Gedanke, den du hast, über eine Pflanze, über ein Tier oder über einen Menschen, dieses Wesen auch erreicht oder sogar beeinflusst, hilft oder schwächt. Jeder Gedanke von dir, wenn du denkst, oh, das ist jetzt ein Arschloch oder so, das ist nicht schön, versuche es nicht. Denn du redest immer nur über dich selber. Wir sehen das in den anderen, was du selber bist. Siehst du die Welt wundervoll, bist du selber wundervoll am Denken. Siehst du die meisten Menschen als liebevoll und gut, so siehst du die meisten Anteile in dir als liebevoll gut und umgekehrt. Das, was du siehst, bist du selbst. Ich bin sehr, sehr müde. Jetzt höre ich auf. Aber ich wollte euch einfach sagen, dass ich weiterhin, ich bin da, I'm here. Und das werde ich auch weiterhin sein. Ich liebe euch. Bis zum nächsten Video. Und es wird vielleicht ein Vlog sein, eine Energieübertragung, ein Channeling. Ich lasse es komplett offen. Habe mich jetzt mal als spirituelle Influencerin bezeichnet. Das heißt, ich darf Dinge empfehlen, wie Chlorophyll oder das Plankton hier unten im Video, was ich jeden Tag nehme. Oder Bodylotion oder Face Oil. Ich habe einfach so ein paar Produkte, die ich jeden Tag verwende, esse oder verwende. Und die zeige ich einfach gerne. Und ja, das darf man auch, weil es ist echt. Ja. Also, liebe Freunde, ich melde mich wieder bei euch nächsten Freitag, also nicht morgen, sondern morgen in einer Woche, habe ich die nächsten Röntgenaufnahmen oder MRI, auch so in der Röhre. Und dann weiß ich auch, ob sich meine Hoffnung bestätigt, dass der Wirbel nicht abgesagt ist, denn ich möchte wirklich nicht operieren. Also ich tue jetzt wirklich alles. Ich esse auch hier Arnika. Genau, wenn man das lesen kann. Ist verkehrt rum. Arnika, die nehme ich jetzt 10-mal am Tag und die Salbe. Ich nehme D12, Calcium-Tabletten. Esse wahnsinnig viel Grünes momentan. Vitamin C, Zink. Ja, also wenn ihr da auch noch was wisst, gerne. Ja, und teilt es, dass ich auch, wenn ihr möchtet, ist freiwillig, dass ich jetzt auch auf diesem Kanal bin. Bin ein bisschen lädiert, das heißt, die nächsten 2-3 Monate bin ich sicher noch mit meinem Buch beschäftigt, aber ich kann gehen, ich habe auch ein Korsett an. Notfalls kann ich sogar kurz Auto fahren, habe ich heute auch probiert. Einfach, da muss ich wieder liegen. Also, bis bald. Und ich lese jetzt auch wieder in Jasmohin in Resonanz von meiner Lehrerin, weil das hilft mir. Mir geht es mental gut. Und ich bin einfach dankbar für jeden Augenblick, welcher mir geschieht. Ich bin tatsächlich dankbar, dass ich aufwache am Morgen, dass ich atme, dass ich für euch da sein darf, dass ich für mich da sein darf, für meine Kinder, für meine Katzen, für meinen Lebenspartner. Wir hatten auch eine super intensive Zeit jetzt. Ja, und auch wenn ihr das noch wissen mögt, wegen dem Bruch, ich bin Schlitten, also wir waren Schlitten mit so einem Davoser-Schlitten in den Bergen. Und ich habe extra gefragt, eine Anfängerpiste, weil ich hatte schon so ein komisches Gefühl. Und am Schluss dieser Piste war die Piste so steil, dass ich nicht mehr wusste, wie ich da runterkommen soll.
Und ich hatte die Füße zwar unten, aber ich konnte meinen linken Fuß nicht richtig einsetzen zum Bremsen, weil ich ja auch noch das Knie kaputt habe seit Kindertagen. Und ich bin wirklich so runter. Habe sogar noch ein kurzes Video hochgeladen auf Instagram. Das ist der drittletzte Post jetzt noch. Wo man mich auch sieht, wie ich da so runterrudle, so unbeholfen. Dort ist aber noch nicht der Bruch passiert, sondern erst beim dritten Gang. Und ich bin dann am Schluss die Piste runter und ich hatte richtig Angst und ich war durchgefroren und ich habe mich gar nicht gut gefühlt und da kamen so zwei richtig große Bodenwellen. Und ich bin wirklich Karacho, hat mein Partner gesagt. Er ist richtig erschrocken. Er ist unten gestanden und hat nur gesagt, Nancy, brems, brems. Und ich konnte nicht. Irgendwie, weil meine Beine auch irgendwie in die Luft die ganze Zeit geflogen sind bei jeder Bodenwelle. Und ich wurde immer schneller und bin über diese Bodenwellen geflogen, also gefahren. Und dann ging es halt ein bisschen hoch. Und als ich runterkam, hat es unten eben im Lendenwirbel im ersten hat zack gemacht. Also knack, richtig knack. Und das war ein Schmerz, das kannst du dir nicht vorstellen. Es war echt nicht schön. Und ich habe dann irgendwie trotzdem gebremst, hatte die Kappe im Gesicht und habe dann nur geweint. Und also mein Lebenspartner ist der Hammer, er ist zu mir und hat gesagt, steh auf, Nancy, schau und komm und bleib bei mir. Und der hat mich so unterstützt gehabt. Und nach ungefähr 10 Minuten bin ich dann ganz zitterig also ich habe mich dann an seinem Arm festgehalten, dann hochgezogen. Und mir liefen wirklich die Tränen runter und das tat so, so unglaublich weh. Also fühlst du Schmerz, fühlst du dich lebendig? Und bin dann irgendwie in einer Art Trance dann dort runtergelaufen und habe lustigerweise dann Heilwellen gespürt. Also ich habe richtig Heilwellen gespürt. Warum weiß ich nicht? Wahrscheinlich, weil die Chance, ich hätte ja querschnittsgelähmt sein können. Ja, und ich bin dann runtergelaufen, ganz, ganz super langsam. Und wir wollten es uns schön gehen lassen. Und wir waren dann auch noch eingeladen, auch beim Essen. Und ich habe mir noch sogar noch was Schönes angezogen und ich habe noch 2 Tage durchgezogen. Ihr wollt nicht wissen, was es für Schmerzen waren. Aber ich kenne das ja noch von früher und ich kann die so reinatmen, dass man mir das nicht so wirklich anmerkt. Und wir haben auch noch Weihnachten noch gegessen, noch und ja. Und als wir dann zurückgekommen sind, das war vorgestern, glaube ich, mein Partner ist dann kurz nach Hause gegangen und hat gesagt, ja, ich habe gesagt, ist okay. Er war weg und habe ich gedacht, so, jetzt gehe ich ins Spital und bin selber noch ins Spital gefahren. Ich wollte einfach alleine sein, für den Fall, dass nichts ist, dass ich mich dann nicht blamiere. Und ich dachte, es ist eh nichts. Ja, und die haben dann Untersuchungen gemacht und ob ich dies fühle und das fühle und keine Ahnung. Und ich dachte noch, was machen die so für ein Theater? Und ja, und bei der Röntgenaufnahme kam sie dann rein und hat gesagt, Frau Holden, Sie haben sich die untere Wirbelsäule gebrochen. Und ich, da bin ich mal kurzfristig auch emotional geworden. Ja. Aber jetzt, ich habe gelernt, sehr, sehr schnell mich auf neue Situationen einzulassen und wirklich das Positive zu sehen und mich nicht in die Opferrolle zu begeben, sondern lösungsorientiert zu bleiben. Das heißt, ich darf mich jetzt in keinster Weise bücken. Habe jetzt mit meinem Partner was konstruiert, dass ich da mittels so einem Putzstab, wie heißt das, zu dem Bodenwischen haben wir weggenommen und eine Schaufel unten dran getan. Und dann kann ich den hochnehmen, da kommt das Katzenfutter rauf und dann wieder runter. Und das schiebe ich dann mit meinem Fuß runter und solche Sachen. Ja, weil es bringt ja nichts, hier da zu klönen und zu weinen und zu dingseln. Ich will leben und ich bin dankbar, dass ich hier bin. Und ich vertraue darauf, dass alles, was mir geschieht, zum Wohle von allen ist und von mir selbst auch. Das war jetzt ein längeres Video, merke ich gerade. Ja, also das ist der persönliche Vlog mit ein paar Infos für euch und
Ich hoffe, sie interessieren euch. Könnt mir auch gerne schreiben, wenn es nicht interessant war. Und ich schaue mal, wann ich mich wieder melde. Ich gebe mir da auch genug Zeit. Ich liebe euch. Das ist geblieben. Sogar viel größer geworden. Ich habe richtig Lust, so viele Menschen wie möglich zu helfen und zu dienen. Ich hoffe, dass mir dies vergönnt bleibt in Zukunft, dass ich das machen darf. Ich mache es wirklich gerne, diesen Job. Und ihr seht, dass ich genauso wie jede andere Frau bin, der ihre Herausforderungen hat. Ist mir wichtig, dass ihr das seht. Wir sind alle gleich. Ich liebe dich, Nancy.